60 halbwegs hoffnungsvolle Minuten gegen Deutschland soll heute endlich Zählbares folgen. Die Holländer in Blau. Zuletzt nicht mehr mit dem Zauberfußball, sondern eher erfolgsorientiert. Österreich aggressiv mit viel Druck auf die ballführenden Gegner. Martin Hanek, der Bremer, versucht's einfach. Andreas Iwanschitz, der Kapitän, gegen Johnny Heitinger. Und dann 1:0, sechste Spielminute, das 1:0 für Österreich durch Andreas Iwanschitz. Das sechste Länderspieltor für den Mann, der zuletzt an 9 der letzten 10 Treffer beteiligt war. Also ein Topscorer. Erleichtert Iwanschitz, erleichtert auch Beppe Hickersberger. Besser kann's nicht begegnen und der Ball war haltbar. Hängt Timmer, sieht da gar nicht gut aus. Er dagegen ist sowas von erleichtert, dass es gleich zu Beginn geklappt hat. Den Ball super mitgenommen, dann Heitinger verladen und hier nochmal zu sehen, hängt Timmer Nummer 3, eigentlich nur im Tor. Van der Sar und Stecklenburg verletzt. Viertelstunde gespielt, Holland mit Wesley Sneijder von Real Madrid. Impulsgeber hinter der wie immer einzigen Spitze, Klaas-Jan Huntelaar. Ruud van Nistelrooy noch verletzt. Huntelaar 27 Tore in 30 Spielen für Ajax. Da ist Real Madrid schon dran. Das 1:0. Noch einmal der lange Ball von Martin Hanek auf den Kapitän und die schwache Abwehr. Heitinger und Timmer tun sich da nicht viel. Da macht Van Basten große Augen. EM 88 als Spieler gewonnen. 20 Jahre her. Seitdem kein einziger Titel. Abschlag Timmer. Abgefangen. Joris Matthijssen gegen Roland Linz. Unkonzentriert. Für den HSV ist er 3 Spiele gesperrt in der Bundesliga. Er könnte hier also alles geben und musste das auch tun. Erster Eckstoß. Martin Hanek steht. Die Standards nahezu alle von Andreas Iwanschitz. Sebastian Prödel, 2:0. Sein erster Treffer überhaupt im Trikot der österreichischen Nationalmannschaft. Der jüngste im Team mit 20 Jahren. Vom Sommer an trägt der Grün das Trikot von Werder Bremen. Aber auch hier hängt Timmer, der Schlussmann, nichts ohne Schutz. Hickersberger, dem soll es recht sein, egal sein. Endlich fallen die Tore, die man sich so oft rausgespielt hat. Hier, da kommt er raus, aber wenn er rauskommt, muss er ihn haben. Hat er nicht. Prödel ist da. Iwanschitz. Das haben sie geübt im Training. Immer wieder hoch rein auf den 5-Meter-Raum und dann ist Prödel da. Mit ein bisschen Glück sicherlich. 2:0. Von den Holländern nicht viel zu sehen, aber die Österreicher halten sich an die Taktik. Frühe Stören und beeindrucken die Gäste. Giovanni van Bronckhorst auf Robin van Persie von Arsenal London. Sein erster Einsatz nach 5 Monaten wieder. Viel läuft da nicht beim Mitfavoriten für die Europameisterschaft. Iwanschitz, die Österreicher nicht wieder zu erkennen gegenüber den faden, mehr als mäßigen Testspielen 2007, wo sie nur 1 von 12 gewannen. Garic. Matthijssen. Beim HSV eine Bank. Hier klärt er zur Ecke. Wer wird wohl anders schießen als Andreas Iwanschitz? Zweiter Eckstoß. Koana, sagen die Österreicher, 34 Minuten gespielt. Achtung. Da kommt Sebastian Prödel zum zweiten. Treffer Nummer 2, 3:0 für Österreich. In seinem 8. Länderspiel die ersten beiden Tore. Da hat Werder Bremen wieder mal einen Glücksgriff getan oder Klassengriff hier noch einmal. Denken Sie nicht, wir hätten das 2:0 noch einmal hineingeschnitten. Fast eine Kopie, wieder der Fehler von Timmer und wieder ist Sebastian Prödel da. Was gegen Deutschland noch Stückwerk war, beim 0:3, gute Ansätze, ja, aber nicht Zählbares. Hier geht der ganz große Knopf auf. Wieder Iwanschitz auf Prödel und wieder hängt Timmer daneben. Die Niederlande angepiekst. Eckstoß. Wesley Sneijder. Klaas. Ja, Huntelaar. Er fliegt förmlich in den Ball. Nichts zu halten für Helge Peier. Und in der Zeitlupe nochmal schön zu sehen. Dieser Kopfball-Torpedo von Huntelaar, der mit Anlauf reinstößt in die Lücke. 5. Treffer. Die beiden, die erste Halbzeit geprägt haben, nämlich Iwanschitz und Prödel. Dann kommt Clarence Seedorf, den Van Basten einwechselt in der 2. Hälfte. Österreich spielt fröhlich weiter. Gersaliu.
linker Außenverteidiger mit albanischen Wurzeln, sieht Olad Linz, abgeblockt. Martin Hanek blutet am Kinn, wird ausgewechselt, nichts Schlimmes nach einem guten Spiel bis dato. Ecke Holland, Van Persie, Schneider, der beste Mann bei den Gästen. Raphael van der Vaart, Achtung, Hacke und dann ist er da. Johnny Haitinga mit dem Anschlusstreffer, 2:3. Aber schauen Sie nochmal auf diesen Hacke-Trick. Die Annahme, Brödelsemmel daneben und dann durch die Beine von einem. Aber jetzt, Achtung, ein bisschen viel Arm ist dabei. Das sieht man erst beim dritten, vierten Hinschauen. Schiedsrichter Hansen aus Schweden gibt den Treffer dennoch. Das war nicht korrekt. Nach gut 20 Minuten, die Holländer haben in der letzten Viertelstunde die Oberhand gewonnen. Zu kräftraubend war der Einsatz der Gastgeber. Van Persie, de Klerk. Aber Helge Peier ist da und reagiert klasse. 10 Minuten noch. Jetzt dominiert Holland das Geschehen. Rein Babel eingewechselt. Bogatetz mit der Kerze. Hünterla dagegen und dann Jan Fennecho, der Hässling. Adel verpflichtet. 3:3 der Ausgleich. Auch der Mann von Celtic Glasgow eingewechselt. 400 sind rübergekommen aus den Niederlanden. Beppi Hickersberger ist bedient. Als hätten sie ihnen den Stopfen aus der Wanne gezogen. Alles dahin, was sie so stark gemacht hat in der ersten Hälfte. Seedorf, Van Renneroy und dann Klaas-Jan Hüntela, sein zweiter Treffer. 4:3 für Holland. Was für ein Spiel. Und Achtung, schauen Sie mal auf den unteren Bildrand. Der Prödel, 2 Treffer gemacht, 2-mal gepatzt, 2-mal führt zu Gegentoren. Holland gewinnt am Ende mit 4:3. Es ist Schluss. Stolz sind sie nicht, aber reich an Erfahrung. 3:4 am Ende. 2 völlig unterschiedliche Halbzeiten. Am Ende siegt der Gastgeber. Der Gast verdient. Obwohl, in einem sind die Österreicher jetzt schon Europameister. Im Synchron-Eckball-Tor verwerten. 2-mal Ivanschitz und Prödel. Und der holländische Torhüter spielt auch mit. Unterhaltsam war's. Kurios. Von wegen. Tu Felix Austria. Glücklich sehen die anderen aus.